Slow Food Use Münster ist entstanden durch ein Projekt, was vier Masterstudentinnen da Nachhaltigkeit und Dienstleistungsmanagement machen mussten. Und dann kamen sie auf die Idee, dass sie ein Treffen machen wollen. Und daraus sollte dann die Slow Food Use Münster Gruppe entstehen. Ich bin jetzt auch schon seit Anfang an dabei. Das war im April 2014. Also wir treffen uns alle zwei Wochen, aber immer abwechselnd Dienstag und Mittwoch. Das posten wir aber auch immer nochmal. Und also man kann gerne einfach vorbeikommen oder auch vorher eine Mail schreiben, dass wir Bescheid wissen. Ja, ein bisschen die Welt verändern zu versuchen oder einfach nur so einen Ansatz setzen, dass Leute mal drüber nachdenken. Und am 29.04. da ist Global Disco Soup Day, weil Slow Food dieses Jahr ein 25-jähriges Jubiläum hat, also Slow Food Deutschland. Am 29.04. gibt es hier in Münster auch natürlich eine Schnippeldisco. Im Amp wird es stattfinden. Das ist so eine Protestaktion gegen Lebensmittelverschwendung. Und das sammeln wir und verkochen das dann. Dazu gibt es gute Musik, ein paar Getränke und eine gute Stimmung und danach ein richtig leckeres Essen. Und dann ist natürlich jetzt schon wieder in Planung unser Food Film Festival 2018. Genau, das ist ein Festival über zwei Tage, wo wir Filme zeigen und Food Trucks, also einen Street Food Markt haben und dazu dann noch ein Nebenprogramm mit Theater, Poetry Slam oder auch viele Bands hatten wir da die letzten zwei Jahre. Und dann natürlich gibt es noch Workshops. Da hatten wir zum Beispiel eine Bierverkostung oder einen Weinworkshop. Lauter solche sehr interessanten und coolen Sachen.